Und damit Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Corpse Party. Wir steigen direkt mal ein. Das hier wird sowas wie eine Pilotfolge sein. Die wird etwas länger sein. Wir müssen uns nämlich erstmal das Intro anschauen von Chapter 1 und das ist unfassbar lang. Genau, das Spiel ist eingeteilt in 5 Chapter. Dann haben wir noch die Extra-Chapters, die, ja, die sowas wie Nebengeschichten nochmal erzählen. Und in den Optionen, nur damit ihr das mal seht, hier gibt es die Name-Tag-List, denn wir können Name-Tags von anderen Schülern sammeln, die ebenfalls in der Heavenly Host Elementary School gelandet sind. Hier werden die Endings aufgezählt und... Hatte ich schon was? Ich glaube ja. Und... Nee, hatte ich noch nicht. Und hier habe ich mal die Musik nur auf halb gestellt, aber wir machen mal 60. So, und den Rest habe ich gleich gelassen und Message Speed normal. Ja, okay, sorry, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber dann wisst ihr, was es hier so alles an Optionen gibt. Dann starten wir doch einfach mal in Chapter 1 und machen New Game. Und ich bin natürlich vor allem gespannt, was ihr sagt, ob die Aufmachung, wie wir jetzt das gleich machen werden, Chapter 1, beziehungsweise die Pilotfolge, ob das für euch so in Ordnung geht. Ja, wir schauen uns natürlich das Opening an. Das gehört ja schließlich dazu, ist die Vorgeschichte des Ganzen. Sachi is my pride and joy. Ist mein... sie würde alles für mich tun. Also sie ist mein Glück. Ich liebe Sachi. Oh mein Gott, I don't think she ever recognized... Ich glaube nicht, dass sie jemals erkennt, weiß ich auch nicht... Aber ich liebe sie mit meinem ganzen Herzen, von ganzem Herzen. Oh, da ist aber jemand verrückt nach Sachi. Wer oder was das? Es war ein regnerischer Nachmittag, nach der Schule, genau wie dieser. Die Treppe runterrennt, verlor die nette Lehrerin das Gleichgewicht. Sie fiel und starb. Okay, ich mach's mal. Sie fiel und starb. Ihr habt alle die Geschichten gehört, nicht wahr? Bevor die Kisaragi Academy hier gebaut wurde, gab es hier eine andere Schule. Die Heavenly Host. Elementary School. So wurde sie genannt. Dass so etwas Schreckliches geschah, der Direktor war völlig fertig. Er kümmerte sich um die Schule, fast als wäre es sein eigenes Kind, wisst ihr? Aber eine Sache führte zur anderen nach diesem Unfall und schließlich gab es eine Entscheidung. Die Schule sollte geschlossen werden. Der Direktor war so fertig, dass er sein geliebtes Kind verloren hat am Tag des Schließens. Dass er auf das Dach stieg und sich und hinuntersprang. Das ist zumindest die Geschichte. Okay, das muss ich ändern. Die Leute dachten, Heavenly Host wäre verflucht, wisst ihr? Das war nur der letzte von vielen Toten, die hier geschahen. Deswegen wurde es abgerissen. Jedoch... Sie sagen, die Lehrerin, die die Treppen hinunterfiel, hat immer noch keine Idee davon, dass sie tot ist. Bis heute. Und an regnerischen Nachmittagen wie diesem, wenn unsere Schule zu Ende gegangen ist, ist
behaupten einige, dass sie immer noch durch die dunklen Flure wandelt. Immer noch im Glauben, es wären ihre Flure. So, もうすぐよ. 7時を過ぎたあたり. Oh, tatsächlich, es ist fast an der Zeit, dass sie ihre Runde dreht, genau nach 7 Uhr. その先生が現れる時, 校舎は必ず 停電で真っ暗になるの. Das ist die Uhrzeit, wenn sie auftaucht, immer begleitet von einem plötzlichen Stromausfall, der das ganze Gebäude dunkel wie die Nacht zurücklässt. Knock, knock, werdet ihr aus der Dunkelheit hören, begleitet von dem Geräusch einer Klassenraumtür, die sich langsam öffnet. Und ihr blasses, weißes Gesicht wird erscheinen und ihre sanfte Stimme fragt immer die gleiche Frage. Ist noch jemand hier? Und dann... Dass jemand nicht sehr mutig... Es ist ein Stromausfall. Oh nein. Satoshi! もう大きな声出さないでよ! Satoshi! Reiß dich zusammen! Mach uns nicht so eine Angst! だってさ! Aber es war gruselig! Yada! Nani kore? Ich mag das nicht. Das sollte nicht geschehen. Tenga konderu na, Shinozaki. Nicht schlecht, Shinozaki. Du hättest mich fast erwischt. Hatashi janai! Koko ni ita jan! Hontouni teiden da yo! Ich war es nicht. Ich stand doch hier die ganze Zeit. Das ist wirklich ein Stromausfall. Nani? Kono oto? Hört noch jemand das? Ongakushitsu no hou ka. Hört sich an, als würde es aus dem Musikraum kommen. Oh. Uso desu. Kann nicht sein. Erst der Stromausfall und jetzt die Tür. Satoshi, nani shigamitsuiteru no yo? Ato, soko mune? Was zur Hölle ist los mit dir, Satoshi? Reiß dich zusammen und weg von mir. Das ist meine Brust. Suman, mienakute. Oh, so sorry. Ich hab nicht gesehen, wo ich hingreife. Ja, sicher. Dakara konna jikan made nokotte kaidan nante iya datta nda. Ich hab euch doch gesagt, es ist eine schlechte Idee, hier so spät abends zu sein und Geistergeschichten zu erzählen. Oi, Satoshi. Akete kite kure. Hey, Satoshi, willst du nicht zur Tür? Ha? Huss? Joshi, minna burutteru so. Kawaisou daro. Die Mädchen zittern vor Angst. Bricht dir das nicht das Herz, sie so zu sehen? Omae ga ikeyo! Warum gehst du denn nicht an die Tür? Ore wa kawaisou da to omowanai. Naja, mein Herz bricht es nicht. Oh meine. Das ist kaltherzig, Mann. Okay, wir sind an der Reihe. Oh, die bibbern. Alle bibbern, alle haben Angst. Gehen wir mal an die Tür. Ist noch jemand da? Geht nach Hause, Kinder. Süß. Habe ich euch erschreckt? Yui-sensei. Sensei! So was übersetzt. Shinozaki-san! Oh Gott, voll überdreht. Hey! Ach, die haben gemeinsame Sache gemacht. Taiseko! Das war ein echter Erfolg. Mann, du hast uns erwischt. Oder ihr habt uns erwischt. Sensei, Timing war. Dein Timing war perfekt, Lehrer. Date ni kono gakkou no oji janai kara ne. Kono nana fushigi nitsuite wa atashi mo kuwashii nda yo.
Ich war vor nicht allzu langer Zeit selbst Schüler hier an dieser Schule, also kenne ich mich mit den 7 Wundern der Kisaragi High ziemlich gut aus. Satoshi. So ein Feigling. Mochida-kun, Shigeni yori mo Reaktion kamo. Ich dachte, Shiks Reaktion wäre schon genial, aber deine ist auf einem völlig anderen Level, Mochida. Oder Mochida? Sasugani, sono hikidashi wa nai na. Es war ziemlich beeindruckend. Damit könnte ich niemals mithalten. Mochida hat immer die besten Reaktionen. Ich liebe es einfach, wenn meine Schrecken so effektiv sind. Das ist einfach deliziös köstlich. Wer hat denn jemals von einem Klassensprecher gehört mit so einem sadistischen Hang? Tut mir leid, Mochida, aber ich kann nicht leugnen, deine Reaktion war ziemlich lustig. Die ganzen Scherze beiseite. Ich habe ein ziemlich süßes Individuum auf dem Flur gesehen, der gekommen ist, um dich zu besuchen. Was stehst du da draußen rum? Komm rein! Er ist genau hier! Hallo alle! Yuka! Du bist dann doch mal! Was machst du denn hier? Oni-chan! Großer Bruder! Oh! Scheinbar hat Mochida, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es aus, seinen Regenschirm heute Morgen vergessen. Also ist die kleine Yuka gekommen, um ihn vorbeizubringen. So nanda. Sumanai na, Yuka. Oh ja, habe ich wohl vergessen. Tut mir leid, Yuka. Danke. Ist sie von der Junior High? Freut mich, euch kennenzulernen. Mein Bruder ist immer so. Immer sehr nett, meine ich. Kawaii! Kawaii! Satoshi, ich hatte ja keine Ahnung, dass du so eine süße kleine Schwester hast, Satoshi. Wirklich? Habe ich dir das nie erzählt? Du hast nie ein Wort gesagt. Du liebst deinen großen Bruder wirklich, nicht wahr? Hi! Hi! Oh! Kishinuma-to-wa-menshiki-arun-da-ne? Scheint fast so, als hätte sie Kishinuma schon mal getroffen. Naomi, Rival-hitsugen-da-ne? Hey Naomi, sieht so aus, als hättest du einen Rivalen, hä? Nani-itteru-no-ka-na? Ich bin mir sicher, ich weiß nicht, wovon du da redest. Ich schwöre, dein Mund sagt die verrücktesten Dinge. Hi, hi! Minna, mo 7 ji mawatteru wa yo. Kaeru junbi shinasai. Okay, alles ist nach 7 Uhr. Ist es nicht an der Zeit, nach Hause zu gehen? Oshiriko-ya no katazuke wa? Mada kaeritaku nai. Müssen wir wirklich? Sollten wir nicht erst noch die ganzen Rote-Bohnen-Kaffee-Zeugs wegräumen? Es wäre schlimm, das so früh so zurückzulassen? Ja, mit dem Klassenraum in diesem Zustand sieht es fast so aus, als könnten wir ein weiteres Kulturfestival morgen abhalten. Aber solltet ihr das nicht sowieso gerade hier machen? Ihr hattet doch versprochen, dass dieses Zimmer bereit sein würde, sobald ich hier ankomme, wenn ich mich recht erinnere. Ah, sie sollten es eigentlich aufräumen für den nächsten Tag. Naja, es wird jetzt spät. Wie wäre es, wenn wir es jetzt so belassen und morgen früher kommen? Das ist aber eine nette Lehrerin.
Ich weiß, wie hart es ist, auf Wiedersehen zu sagen. Aber ich wünsche dir das Beste und ganz viel Glück an deiner neuen Schule. Ich weiß, du wirst gut klarkommen. Hi. Danke. Ich hatte sie Hi gesagt. Es wird hier nicht das gleiche sein ohne dich, Susume. Susume. Ich kenne dich, Susumoto. Oh Gott. Du wirst neue Freunde finden, ganz schnell. Da bin ich mir sicher. Und es ist ja nicht so, als ob du so weit wegziehen würdest. In den Winterferien werden wir dich auf jeden Fall besuchen. So da ja. Sugu mata aeru mono. Watashitachi zutto tomodachi da yo. Ja, total. Sieh nicht so traurig aus. Wir werden dich bald wiedersehen. Wir sind für immer Freunde. Mina. Oh, Leute. Oni-chan, ano onesan, tenkou shichau no? Hey Bruder, wechselt das Mädchen an eine neue Schule oder was? Ja, das heutige Kulturfestival war ihr letzter Tag. Oh, ich danke euch so sehr. Ich bin so glücklich, euch als Freunde zu haben. Ihr habt alle einen besonderen Ort in meinem Herzen. Den werdet ihr immer haben. Oh. Oh Gott. Passt dort draußen auf dich. Was? Ich werde immer auf dich achten von dort oben. Was labert sie denn da? Seiko. Erde an Seiko. So, wieso steht das da oben? Meine... Achso, im Hintergrund läuft das. Komm schon, lass mich dein Lächeln sehen. Aber wie wäre es... Achso, die machen ein Foto. Wie wäre es, wenn alle in dem Foto erscheinen? Oh ja, ich will auch dabei sein. Ich auch. Oremo. Ah, me three ist ein Wortspiel. Ich auch. Die Lehrerin darf auch mit drauf. Das ist nett. Großer Bruder? Hm? Deine Freunde sind wirklich toll, weißt du? Daro? Das sind sie. Gib mir. Möchte ich sehen. Morishige, Ketei ni okutte. Schick es an mein Telefon, ja, Morishige? Ah. Oder Morishige? Ima minna ni tensou suru. Natürlich. Ich werde es euch allen sofort schicken. Hey Lehrer, bevor wir zurückgehen, da gibt es etwas, das ich mit allen machen möchte. Da wir einen der unseren verlieren, würde es ihnen was ausmachen, wenn wir es ausprobieren? Es heißt Sashiko für immer und ewig. Wer ist Sashiko? Und was hat das mit diesem Papierpuppe auf sich? Ist das ein weiteres deiner okkulten Dinger? Ja, sowas in der Art, das ist... Naja, es ist eine Art... Oh, dieses Wort, ich nenne es mal Charm. Das ich im Internet gefunden habe. Wenn wir es richtig machen, dann werden wir alle für immer zusammen sein. Oder wir werden auf jeden Fall immer Freunde sein. Darum geht es dabei.
ist das ein Charm? Hm, Omajinai. Ja, ein mystischer Charm. Wow, yaritai! Voll cool, das möchte ich unbedingt machen. Suzumoto-san, Omajinai toka uranai toka suki da mono ne? Ja. Shinosaki hat halt was übrig für diese Charms. Shikatanai ka? Aber das kann ja wohl nicht wehtun. Minai? Seid ihr alle einverstanden damit? Hi! Wiese! Auf jeden Fall. Morishige-kun mo ii? Morishige, du auch? Ah, hi. Ach so, ich dachte, er wäre nicht überzeugt. Gruselige Geräusche. Alles klar, wir sind bereit. Alle im Kreis um das Papier aufstellen, um dieses Papier-Sachiko-Puppending. Und in eurem Kopf wiederholt die Worte Sachiko. Wir bitten dich, neunmal wiederholen. Keine Sorge, wenn ihr es ein bisschen falsch sagt. Aber auf jeden Fall dürft ihr nicht stoppen auf halbem Wege. Man muss es einmal sagen für jede anwesende Person. Nicht mehr, nicht weniger. Oder der Charm wird nicht funktionieren. Na, Shinosaki. Was passiert denn genau, wenn es nicht funktioniert? Dieses ganze Papierpuppending erscheint mir etwas irreal. Ein Scheitern ist keine Option. Strengt euch einfach an. Okay, fangen wir an. Erinnert euch alle an den Charm? Sachiko-san, onegai shimasu. Kyūkai da yo. Seno. Hai. Bereit, los. Chanto kyūkai tonaeta. Ach so, im Kopf. Okay, haben es alle neunmal gesagt? Na. Yabe. Hayaku susumete kure ne to. Kokoro no naka de mou ikkai ichimai sou da. Wenn wir nicht bald fertig werden, dann werde ich es am Ende nochmal sagen. Ja, minna te o nobashite. Kono Sachiko-san ningyō no doko demo ii kara tsukande. Okay, jetzt greifen alle nach dem nach der Papierpuppe. Wo auch immer. Alles klar. So, und jetzt ganz festhalten und ruhig die Nägel so in das Papier rein. Aber nicht loslassen. Okay. Wir ziehen jetzt alle daran, bis es auseinanderreißt. In 9 Stücke, okay? Auf 3. 1, 2... Hi! 3! Oh! Ui! Hi! Utsukare-sama! Minna, sono kami no kirehashi o! Super gemacht, alle! Und jetzt passt nur auf, dass ihr euer Papierstück sicher verwahrt. Takusei-shou-ire toka, teiki-ire toka ni hasande, zutto mottete ne. Ja, tut es da rein, wo euer Student-ID ist oder in euer Portemonnaie. Irgendwo, wo es nicht verloren gehen kann. Also hat dieses Papier-Puppen-Stückchen irgendeine Bedeutung? Ja, solange wir alle ein kleines Stück von Sachiko mit uns tragen, werden wir immer als Freunde miteinander verbunden sein. Das ist der Zweck dieses Charms. Wow, das ist ziemlich cool. Ziemlich? Das ist super cool. Ich muss extra vorsichtig sein, mein Stück nicht zu verlieren.
篠崎さん、ありがとう。宝物にするね。Danke, ich werde sehr darauf aufpassen. ね、きっとまた会おうね、みんなで。Kein Problem, sieh es als unser Versprechen, dass wir auf jeden Fall wieder abhängen werden zusammen. Auf jeden Fall. Tja, ich hasse, das sagen zu müssen, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Hi! Zishin? Ein Erdbeben? Uiuiui. Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott, ist das ein riesiges Erdbeben. Oi. Oh, mein Bruder. Nimm meine Hand. Alle, bleibt ruhig. Unter die Tische, bis es vorbei ist. Unter die Tische, jetzt! Ja, stimmt, man muss unter die Tische. Oh mein Gott! Nani? Was zur? Nein, das kann gerade nicht geschehen. Ist das echt? Oh mein Gott, ich falle! Großer Bruder! Oh! Tja, und schon hat es uns scheinbar woanders hin verschlagen. Wir werden jetzt in der Heavenly Host, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, landen. Genau. Mein Bein. Ich kann es bewegen, also habe ich wahrscheinlich nur eine Verstauchung. Ich glaube, das Brain ist verstaucht. Wo? Ich bin nicht zu Hause, oder? Das kann nicht sein. Es ist so dunkel, ich kann fast nichts sehen. Ist das die Schule? Was geschieht hier? Was geschieht hier? Was zur Hölle ist das für ein Ort? Ich kann mich bewegen. Hier ist ein komisches... Da ist ein einfaches Brett auf dem Boden. Da sind zwar Kratzer drin, aber es scheint noch voll intakt zu sein. Mhm. Hier scheint eine Tür zu sein. Oh, es ist... Ich denke, es ist dunkel, aber ich denke, ich kann meinen Weg entlang des Flurs fühlen. Und um diese Löcher herum. Ach so, sie meint hier drin. Huch! Ui! Ist das Seiko? Seiko! Seiko! Das ist nicht gut. Wir müssen rüber. Vielleicht darüber. Kommen wir da durch? Na! Komm schon, einfach nur schnell zu Seiko rüber. Oh, das hat wirklich wehgetan. Oh, meinem Ankle, meinem Fuß da unten geht's wirklich schlecht. Halt, da war ein Blatt Papier. Manu, aber wir gehen erstmal zu Seiko. Seiko! Seiko!
してる。 Gott sei Dank, sie atmet noch. Seiko! Nee, Seiko! Okite yo! Komm schon, Seiko, wach auf! Are? Naomi, dotta no? Was ist denn los? Dotta no janai wa yo! Shinpai sasete! Sag doch nicht, was ist los? Ich dachte, du wärst tot. Hä? Koko... Wo? Koko doko? Wo sind wir? Nani kore? Was ist hier los? Watashi datte shiritai wa yo. Das würde ich gerne wissen. Dame da. Es lässt sich nicht öffnen. Bikutomo shinai yo, mado. Die sind verschlossen, total. Und es ist völlig dunkel da draußen. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Was zur Hölle ist nur los? Also das hier ist definitiv ein Schulgebäude. Scheinen die Tische aber nicht ungewöhnlich klein zu sein? Als wäre es eine Grundschule. Eine Grundschule? Das kann nicht sein, oder? Was ist denn? Der Ausdruck an der Wand. Da steht Heavenly Host Elementary Elementary. Nachricht an alle Fakultäten und Schüler. Die Heavenly Host? Ist das nicht die Grundschule, die vor der Kisaragi Academy hier war? Die geschlossen wurde und zerstört? Oh mein Gott, was geschieht hier? Wo zur Hölle sind wir? Und wo sind unsere Freunde und Mrs. Yui? Beruhige dich, Seiko. Reg dich nicht so auf. Seiko und ich standen da, in Stille, Hand in Hand. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so gezittert habe, dass ich meine Zähne klappern hörte. Ich konnte nicht mehr normal denken und konnte erst gar nicht keine Gedanken daran verschwenden, was gerade geschah. Ich sagte mir immer wieder, das ist alles ein Traum, irgendein schrecklicher Albtraum, aber egal, wie sehr ich es mir wünschte, ich konnte nicht aufwachen. Und die Stille war der schlimmste Teil von allem. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich musste etwas sagen. Irgendetwas. Ich habe nicht die mindeste Idee, was los ist. Aber wie wäre es, wenn wir versuchen, einen Weg hier rauszufinden? Ein Weg raus? Wir können nicht einfach in Angst hier rumstehen. Wir müssen etwas tun, weißt du? Außerdem möchte ich nicht an diesem gruseligen Ort länger sein, als es nötig ist. Aber die Fenster sind alle verschlossen. Und ich meine damit nicht nur, dass sie klemmen oder zu sind.
Es ist, als wären sie einfach nur Dekorationen an der Wand. Ich glaube, man kann sie nicht mal öffnen. Ist es überhaupt möglich, dieses Gebäude zu verlassen? Ich bin mir nicht sicher, aber es gibt ganz sicher einen Eingang oder einen Notfallausgang oder sowas. Irgendeine Möglichkeit rauszukommen. Du hast recht, und das ist viel besser als einfach hier rumstehen. Ich habe das Gefühl, ich werde noch ganz verrückt, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Okay, also erster Schritt, diesen Raum verlassen. Wir müssen, motiviert bleiben. Wir kriegen das hin. Schließlich sind nicht nur wir beiden vermutlich hier drin. Die anderen müssen hier auch irgendwo sein, richtig? Ja, und wenn wir uns wieder mit ihnen vereinen können, dann finden wir einen Weg hier raus zusammen. Genau darum geht es mir. Ich hatte keinen Grund, irgendetwas von dem zu glauben, was ich gerade gesagt hatte. Ich war vermutlich in einem Delirium, um ehrlich zu sein. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nichts tue, dann würde ich anfangen, verrückt zu werden. Ich würde anfangen zu schreien. Ich würde nicht mehr beruhigt werden können. In meiner Verzweiflung habe ich also versucht, stark zu sein, so stark wie es mir möglich war. Genau, hier können wir uns jetzt die Charaktere anschauen, um mehr über sie zu erfahren. Und wenn wir fertig sind, können wir unten raus. Und dann fängt das eigentliche Spiel an. Aber dann, ja, ich würde sagen, die Folge ist schon extrem lang. Wir machen dann die Charakter-Vorstellung nächstes Mal. Gucken wir uns schnell an. Ich gucke mir das schon mal vorher an, damit ich euch das zusammenfassen kann. Und genau, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, ob das so in Ordnung ist. Ich denke, wir können das Japanische hören. Wer lieber das Englische nur liest, kann nur das Englische lesen. Und das ist in einer normalen Geschwindigkeit, wo jeder folgen kann. Und dann fasse ich es auch noch in Deutsch zusammen. Also eigentlich müsste es so am besten für alle sein, denke ich. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung hinterlassen. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen vermutlich. Ich werde nicht sofort direkt die nächste Folge fertig haben übermorgen. Aber in ein paar Tagen sehen wir uns dann auf jeden Fall im zweiten Teil von Corpse Party. Dann gucken wir uns hier kurz die Character Introductions an. Und dann geht es los mit Seiko und Naomi. Mit ihrem Versuch aus der Heavenly Host Elementary School zu entkommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ich hoffe, ihr auch. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann bis dann. Ciao, ciao.